Spiel mich. Hm? Spiel mich. Okay. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs. Und wir machen hier natürlich sofort weiter, denn alle wollen wissen, wie es denn mit der Story weitergeht. Und wir schnell reisen mal zum Bunker. Natürlich müssen wir hier rein. Jawohl. Super geiler Aufzug, würde ich sagen. So einen will ich auch haben. La 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 la. So, verlassen. Renn, renn, renn! Renn, renn! Okay, legen wir los. Siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Das war wirklich nicht auf Zeit. Backspielchen auf Zeit nicht. Zumindest wird keine Zeit hier jetzt angezeigt. Ach, komm schon, Mann, die reinste Malware-Blut. Wow. Wow. Boah, leck. Ist das nur jetzt auf Zeit oder nicht? Ich glaube nicht. Das wäre ganz schön unfair, wenn es auf Zeit wäre. So, nochmal Minispiel. Ach du Scheiße. Na, na? Jawohl. Das ist Defo, der Dreckskerl. Hahaha, Defo! Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Blamey? Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer, einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen, ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup Tower rebooten. Ohne den kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe.
Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Ganz schön viel XP. Nur für eine Zwischensequenz. Was für ein Spiel er auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Ja, was gibt's hier? Schönes. Das eine oder andere Video. Awesome. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Ne? Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den Ort. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Wow, ist das ekelhaft. So, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Echt? Kampagnenmission? Eine neue? Okay. Ne, Moment. Ich bin gerade dabei. Etc. Das ist bloß das Ziel. Ja. Sorry, Leute. Ich war... bisschen neben. Ja. Daneben. War verwirrt. Wegen den Finger Cocktail. Und raus hier. So, ich brauche hier einen Wagen. Ja, einen Wagen bitte. Wo ist denn hier ein Wagen? Ich habe keine Lust, den Weg zu laufen oder zu rennen. Das wäre... Ah, hier ist einer. Stand schon vorher da? Den habe ich gar nicht bemerkt. Ups. Ja? Haaren soll, will, gelernt sein. Oder auch nicht. Seit mehr als einem Jahr. Warnen wir, dass das COS zu leicht angreifbar ist. Wir haben auch demonstriert, dass COS gegen euch eingesetzt werden kann. Auf unseren Quellen kam es zu massiven Datenunkrallen. Eure Privatsphäre, Gesundheit. Alle sind in Gefahr. Korrupte Politiker haben euer Leben genommen. Dies werden die Zeche zahlen. Na super. Wer hat das geschafft? Okay, ich brauche schnelle Karre. Ich brauche eine schnelle Karre. Kriege ich das mit? Hier? Hm. Sortieren nach Budget, nach Leistung, nach Motor. Rad. So, nach Leistung. Die Papavero Stealth Edition. Ach so, das besitze ich wohl anscheinend schon, weil ich die Deluxe Edition habe. Okay. Dann bestelle ich dir mal. Alles erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Wo? Da hinten steht sie. Okay, hoffentlich fahre ich sie nicht so schnell zu Schrott. Das wäre sehr schade bei so einem schönen Fahrzeug. Warum ist es so weit weg von mir geliefert worden? Hm, naja. Was soll's. Oh. Ganz schön tief gelegt.
Oh nein, es geht nicht. Moment. Das machen wir nochmal. Das will ich noch einmal probieren. Ups. So. Wow, das war jetzt echt knapp. Okay. So, volle Pulle Gas. Und... jawohl! Sehr gut. So, und nichts wie los. Dahin, wo die Mission ist. Die Mission liegt. Oder nicht liegt. Auf mich wartet. Oder nicht wartet. Man weiß es nicht. Ich werde es herausfinden. Wow, das hätte ich hier abbiegen müssen. Egal. Ich biege nichts ab. So. Die Brücke hoch war natürlich. Bitte. Wow. War vielleicht nicht so praktisch. Was ist denn da los? Schleife ich irgendwas? Ist irgendwas kaputt? Mann, oh Mann. Wie kann das sein? Kaputt. Tja? Da geht doch nichts kaputt an dem Auto. So. Ups. Oh, und juhu. So, schnell weiter hier. Upsala. Schon wieder vergessen abzubiegen. Was soll's. Beim nächsten Mal hier. Ne? Genau. Genau so. Und nicht anders. Und die Poller hochfahren. Denn hier muss ich halten. Ah, oh, schönes Teil. Das sieht gut aus. Fett. So, ich muss jetzt aber dahin. Ein bisschen Geld näher beschaffen und zack. Mission starten. Ich hab die Daten. Und Damien wird das sofort machen. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Nikki. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blum. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikis Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingen, Aiden. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nikki, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blum wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nikki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Und geht's dir gut? Ich hab angerufen. Sag, dass Jack in der Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nikki, ich... Ich weiß, aber bitte lass nicht zu. Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot.
Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist der Typ, den die Grünen suchen. Der Typ der Scheiße, das ist Pierce! Das ist der Rächer, der aus den Nachrichten. Das ist der Verbrecherjäger, da! Verdammt, Damien hackt diese Tafeln von euch. Wo ist mein Handy? Hey, das ist der! Hinter dem die Bullen her sind! Ein WKC-Wagen, den muss ich ausschalten. Die Polizei glaubt, Pierce spiele die Rolle des Rächers schon seit Monaten. Das ist er! Das ist der Typ! Schnelle Karre, das gefällt mir. Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Sehr falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich habe zugesehen und gelernt. Willst du sehen, was ich kann? Wow. Das Auto ist vielleicht ein Tick zu schnell für mich sogar. Boom, komm schon. Wow! Kommen Sie den Cops, okay. Das ist hoffentlich zu schaffen mit dem Auto. Oder auch nicht. Ich habe 4 Sterne. Das ist ganz und gar nicht gut. Wow. Scheiße. Komm schon, fahr. Nein, ich kann nicht. An alle, dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Wow. Komm schon, fahr. Scheiße. Oh, Mist. Die Karte ist gleich Schrott. Wenn ich so weiterfahre, ist sie sehr bald Schrott. Wow. Shit. Die Bahn ist da, oder? Nein? Scheiße. Komm schon, Bahn. Komm schon, der Zug muss noch kommen. Zeit. Ich kann nicht länger warten auf die Bahn. Nein! Shit! Wow. Das wird hart. Diese Polizeierfolgungsjagden sind immer die schlimmsten. Der Typ aus den Nachrichten! Der Gesuchte! Das ist er doch! Gehen Sie dem Mann aus dem Weg. Er gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Wir erhalten viele Hinweise. Verdammt, Damien hackt diese Tafeln von irgendwo. Downtown Chicago. Hey, das ist er. Ein WKC. Der Verbrecherjäger. Die Polizei glaubt, Pierce spiele die Rolle des Verbrechers. Oh, komm. Mist. Scheiße, nein! Nein, die kriegen mich! Scheiße, ich bin hier... Fuck! Alle Einheiten, CTOS
Ich bin aufgeflogen. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Komme ich hier raus? Vom Autohaus springen. Das ist das. Kommen wir alle dran. Komm schon. Fahr weg. Fahr weg. Wow. Oh shit. Komm schon. Polizeiverfolgungsjagden sind extrem schwierig hier. Juhu! Komm schon. Ich bin schneller als ihr. Ihr Spasten. Shit, die haben mich gesehen. Aber ich bin schneller als ihr. Immer noch. Oh oh. Boom. Das tut nicht gut, den Auto. Aber nur mit Schnelligkeit werde ich sie nicht los. Ich brauche da schon ein bisschen mehr. Oh fuck. Nicht mehr fahrtauglich, der Scheiß durch. Komm schon. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Shit. Boah. Ich glaube, das ist die schlimmste Verfolgungsjagd ever. Jamcard. Geht das so hin? Nein? Vielleicht so? Nochmal ein Blackout. Hoffentlich verlieren wir mich diesmal wirklich. Denn hier, den muss ich ja ausschalten. Der Vogel ist krank, das ist richtig. Komm schon. Irgendwo muss ich mich doch verstecken können. Geh doch. Boah, leck. Wahnsinn, das war vielleicht nicht die spannendste Polizeiverfolgungsjagd, aber die schwierigste. Wahnsinn. Hab's geschafft. Yeah. Hey, das sieht gut aus hier. Ich hab vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahre wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du
glaubst nicht, was ich gefunden habe. Defaults Liebesnest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Oh yeah. Also, in der nächsten Folge seht ihr Defaults Liebesnest. Und hiermit sage ich adieu, au revoir und bis morgen. Bye bye.